Hallo und herzlich willkommen. Du brauchst gar nicht das Maul so aufreißen. Ja, in der letzten Folge haben wir das Lexikon zurück nach Avanchenzell gebracht und auf dem Rückweg nach Riften sind wir hier über Faldas Zahn gestolpert und ja, ich weiß gar nicht, was sollten wir hier? Mal gucken. Was sagt der Quest? Ach so, der Quest hat sich schon wieder verändert. Also ich sollte mir Faldas Zahn angucken und nachdem ich eine Tür geöffnet habe, vor der Gronkh Schiss hatte, habe ich eine Notiz gefunden, in der ich weiter zur Bruchzahnhöhle geschickt werde. Aber bevor wir dahin können, müssen wir erstmal hier aus Faldas Zahn wieder raus, ne? So, ach ja, und hier Utgard und der Hund, die haben sich geprügelt. Deswegen muss ich nun selber für Licht sorgen. Das weiß ich noch. Gronkh nimmt das komplette Regal mit, ne? Und ist dann überladen. Und anstatt er. Ist da jemand? Nein. Hund, Fass. Geh, los, Fass. Bei Ismir. Ist Ismir nicht eine Stadt in der Türkei? Oh. Mit Ebenerzpfeile schießt er auf uns. Der hat sie doch nicht alle. Viel weh das tut. Die lesen gerne beim Kacken. Das klingt, als wenn Utgard da ankommt. Da ist sie wieder. Utgard. Habt ihr euch jetzt wieder lieb? Anscheinend. Manchmal ist das so, ne? Unter Freunden muss man sich auch mal auf die Fresse hauen. Und danach ist dann auch wieder gut, ne? Utgard sagt ja auch, ne? Man kennt eine Frau erst richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. So geprügelt haben Utgard und ich uns auch. Sonst wäre sie gar nicht erst mitgekommen. Leider ist Utgard so hässlich, dass ich ihr einen Sturmtrupplerhelm aufsetzen musste. Aber so Ich ist kann das es halt. gar nicht. Erwart neuer Komm, Geld. kommt da schon wieder einer? Schon wieder so ein Assi mit zwei Händen. Toll. Also, wieso hältst du 12.000 Schläge aus? Pass auf, nicht, dass du wieder den Hund triffst, ne? Was soll der Geiz? Naja, Eisen nehme ich mal mit. Dafür haben wir keine Zeit. Und ich habe viel zu viel von dem Schrott.
Ja, der Eimer, der ist Fratze. Das könnten wir wieder abhauen, aber jetzt will ich auch wissen. Was da oben los ist, ne? Gut, Gerd. Komm, ich brauche Licht. Ist so schwer, gutes Personal zu finden, ne? Meistertruhe gerne, aber wenn ich schon sehen kann, dass da nichts drin ist, dann lassen wir das bleiben. Dich hatte ich schon. So. Habe ich denn jetzt mittlerweile... Aha, Tür ist schon offen. Alles klar. Der Chef, der kam runter. Ach, herrlich. Herrlich. Ist das? Ach, Köter. Dass du mich immer anbürken musst, ne? Oh, da war noch eine Truhe, die habe ich noch gar nicht. Das Buch vom Roten Adler. Goldbarren. Astrein. Der Glut nehmen wir mit. Puh, hier gibt aber Fertigkeitsbücher ohne Ende. Hier pennt der Chef also. Oh. Wunderbärchen. Wunderbar. Wunderbar. Tja. Bei dem Ausblick können wir dann auch mal eine Stufe aufsteigen. So, was haben wir? Gesundheit. 60. Was haben wir hier denn noch? 50% weniger zurückstoßen. Ich glaube nicht. Zusätzlicher Rüstungsbonus von 25%, wenn ein passendes, schweres Rüstungsset getragen wird. Das ist nicht verkehrt. Und das hier? 10% des physischen Schadens werden auf den Angreifer reflektiert, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Das ist auch nicht schlecht. Und hier lang? Ah, da ist natürlich gut, ne?
Wenn du dich mal prügeln musst, aber ich habe jetzt die Handschuhe. Halbiert Sturzschaden, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Brauche ich überhaupt nicht. Verzauberung. Verzauberung haben wir schon lange nicht mehr. Guck mal. Ach, Köter. Jut, dann gehen wir noch die eine Truhe looten. Jetzt, nachdem alles offen ist, finde ich den blöden Schlüssel. Ihr wisst, was kommt, ne? Ihr wisst, was kommt. Glasbarsch. Noch ein Glasbarsch. Sonst war das immer am Plästern wie Sau, weißt du, und jetzt, wo ich Plästern brauche, was ist das denn? Gewetzter. Ein Goldfisch. Na komm. Ein Lachs.
Ist alle, ne? Da war nichts mehr. Jut. Ich hatte doch mal ein Pferd, ne? Also irgendwie ist das Pferd unzuverlässig. Eigentlich erwarte ich, dass das dann hier so vor der Tür steht und mich abholt. Egal. Und was braucht ihr? Hm? Ach, du brauchst deinen Bogen, ne? Ja. So, wir haben ja jetzt hier unseren Privateingang. Honigseite. Langes Leben euch, Tane. Dir auch. Wer schmeißt hier mit Äpfel rum? So, mal schauen, ob wir da was zum Entzaubern haben. Guldur Schwarzklinge, okay. Blitzschaden, okay. Halskette des höchsten Schlossknackens nehmen wir auch. Überragende Schmiedekunst, nehmen wir. Ja, und dann hier den Vulkanglas durch der Verbannung, ne? Weil der ist echt teuer. Und dann brauche ich Guldur nicht platt machen, weil den haben wir gerade. Gut. Haben wir noch ein paar Waffen, die wir da dranhängen können? Ich glaube fast nein. Sich zu viele hinwerfen. Sieht kacke aus. Feuerpfeil. Wo ist den denn her? 12 Stück gleich davon. Er ist schon wieder leer.
Bitte? Wenn ich noch andere davon im Inventar habe, dann hängt der SD dran. So. Ach so, ja. Eisenrüstung, Eisenschild. Das heißt, der braucht noch... ein Eisenhelm, Eisenpanzerhandschuhe und Eisenstiefel. So. Dann sind die beiden fertig. Gut. Haben wir das? Hey, was soll denn das? Hä? Wer spricht hier? Utkert wieder Stress gesucht, oder was? Haben wir noch irgendein verzaubertes Schild? Denn bei den Rüstungsständern ist das scheißegal, also hier in den Puppen. Aber Markat, okay. Das ist Riften, ne? Und ein Rifterner Schild habe ich nicht. Könnt ihr mal eben hier so ein Elfenschild verzaubern, ne? Hmm.
machen wir hier einfach mal schnöde Magieresistenz. Und dann nehmen wir einen winzigen. Toll. Ja, es liegt da im Feuer. So, haben wir das auch. Judith! So, was haben wir denn hier? Bop, 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 bop. Madesi. Ich hab deine Klamotten, Madesi. Grüße, geschätzter Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Passt auf euch auf, Landläufer. Dieser Hund, Madesi, ne? Wenn euch etwas gefällt, könnt ihr mir gerne ein Angebot machen. Ich hab deine makellosen Saphire. Gut, die passen hervorragend zu meinen Ringen. Und ich hab deinen Klumpen Golderz. Perfekt. Wenn ich das einschmelze, sollte ich genug Gold für die Ketten haben, mit denen ich bereits angefangen habe. Braucht ihr noch etwas? Nein. Ich glaube, ich habe genug hier, um anfangen zu können. Hier, nehmt das. Das ist das Mindeste, das ich für euch tun kann. Goldene Rubinhalskette. Gut. Passt auf euch auf, Lampe. So, was haben wir noch? Wo ist sie eigentlich? Beweislauf. Finde Leifner, Dunkelwasserkreuzung, schließe dich dann auf dem Aufstand der Sturmmittel an. Wo ist das? Ah. Alles klar. Mhm. Ravensbogen, Todesglocken, Markart. Ja komm, dann gehen wir noch mal eben schnell hier Dravensbogen. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Und dann können wir auch hier weg. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von Greg. Die Schnauze voll von Rüften. Muss mal wieder was anderes sehen.
Was? Was läuft denn da wieder rum? Malz drauf. Was war das? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Na komm. Was? Wusste ich, dass ich etwas gehört habe. Was ist hier nur los? Ich zeig euch, wo so ein echter Ork imstande ist. Hauptsache Silberhalskette. Himmelsrand gehört den Nord. Erst kloppen sie sich gegenseitig den Schädel ein und jetzt sind sie wieder ein Herz und eine Seele. Oh, das sind schon wieder Taugenichtse. Gefährlich, die Viecher. Ich werde euch Nord geben, wie klein Ball. Vergiss mir! Das ihr wird seid ein Wissen euresgleichen! Alter, und was die für ein Loot haben, ne? Schon mal pro forma, ne? Wer weiß, wer da unten rumlungert. Stinkt hier. Kommt da von oben lang geflogen. Ravensbogen. Ist verzaubert, nehmen wir mit. Richtig süß, diese kleinen.
Dinger. I like. Ich dürfte noch so eine Kette in eine Kerze in der Tasche haben. Eigentlich können wir jetzt wieder abhauen, ne? Mach mal Licht, Utgard. Quatscht hier. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Verrückte Menschen gibt's hier. Nein, ihr werdet mich niemals finden. Hallo? Das ist böse. Ist da jemand? Wenn du dein Messerchen ziehst, dann kriegst du ein, verrückter Koch. Da kann ich ja gar nicht drauf. Genug, genug. Ich ergebe mich. Wo ist der Hund? Verschont mich bitte. Hilfe! Wo ist der Hund? Bitte. Wenn meine Freunde davon erfahren, dass ihr mich belästigt habt, steckt ihr in Schwierigkeiten. Hier gibt's nur Verrückte. Da. Genug, genug. Ich ergebe mich. Der Hund. Der Tod ist stark überbewertet. Burnt Book. Böser Hund. Du hast eine geistig Verwirrte, hast du getötet. So, dann haben wir Dravins Bogen. So, ein gut Goldenglanz machen wir irgendwann mal. Ich habe echt keinen Bock mehr hier auf Rüften. Vor allem möchte ich gerne das Hendraheim mir angucken. Auge nichts. Er hat hier dicke Doppelaxt hat er da hängen. Leichen pflasterten seinen Weg.
Ah ja. So lobe ich mir das. So hat das auszusehen hier. Nicht damit irgendwelcher Zwergenarchitektur. Wenn ihr das Schießen trainieren wollt und genug Geld habt, bin ich bereit, euch zu unterrichten. Ah, hallo. Was kann Saphir für euch tun? Ich bin nicht bereit, dafür zu zahlen. Das lerne ich von alleine. Ich bin froh, dass ich Schießkunst noch nicht auf 100 habe. So. Diebesgilde entdeckt. Super. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Was ist mit eurer Tochter passiert? Ich habe unsere Tochter Lilia zur Heilerin erzogen. Mhm. Auf dass sie sich eines Tages um den Schrein des Talos kümmern und mich als Priesterin des Talos ersetzen möge. Okay. Als die Kämpfe um das Weißgold-Konkordat ausbrachen, lief sie weg, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Sie trug das Feuer ihres Vaters in sich. Wie konnte ich da Nein sagen? Okay. Sie ist da draußen gestorben, nachdem sie nur wenige Monate lang die Wunden der Soldaten versorgt hatte. Wir haben ihre Leiche nie gefunden. Das Kaiserreich hat alle Toten verbrannt. Was könnt ihr mir über Talos erzählen? Er ist der Bewahrer aller Völker, der Drache des Nordens, Schutzheiliger aller Nord. Und trotz der Kaiserlichen und ihres Vertrages wird er immer einer der neuen Göttlichen bleiben. Ein gläubiger Nord würde lieber im Kampf fallen und die Erde mit seinem Blut tränken, als dem Kaiserreich zu erlauben, Talos Namen aus der Liste der Gottheiten zu streichen. Okay. Woher kommt all dieser Hass auf das Kaiserreich? Talos ist Teil unserer Kultur. Er ist Teil unseres Erbes und unserer Tradition. Er verkörpert Himmelsrand. Wenn einem all dies so plötzlich genommen wird, ist das, als würde man jemanden verlieren, der einem sehr nahe steht. Verstehe. Das Kaiserreich hat mir schon die Tochter genommen, aber bei Talos, unsere Heimat, werden sie nicht bekommen. Okay. Talos möge euch leiten. Ich muss jetzt aber ins Bett, denn ich habe morgen eine lange Reise vor mir. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Du bist auch durcheinander. Alten Hafensänger. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja. Außerdem bist du eine krasse Nervensäge. Haben wir hier noch was gerade gefunden? Nö. Was hänge ich mir denn übers Bett? Komm her. Oder? Ne, die ist zu wertvoll. Glaub ich. Keine Ahnung. So, Gronkh, wenn das Ziel 20 Schadenspunkte erleiden soll, dann hast du genau 192 Schläge, bevor das Ding leer ist. Kannst auch mehr Schaden machen, hast dann aber weniger Schläge. Ist doch wohl nicht so kompliziert. So, dann nehmen wir einen... Komm, wir nehmen einen großen. Dann nennen wir das Teil... Da
Excalibur. Fertig. Dann nehmen wir das rostige Ding da weg. Und Excalibur da dran. So. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bye, bye.